Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist von protestierenden Bauern in Schleswig-Holstein am Verlassen einer Fähre gehindert worden. Die Bundesregierung kritisierte den Vorfall mit scharfen Worten. Regierungssprecher Steffen Hebestreit nannte die Aktion beschämend. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir bezeichnete die Teilnehmer als Fanatiker. Er forderte eine klare Distanzierung der deutschen Landwirte von dem Vorfall. Die Bauern hatten laut Polizei einen Fähranleger blockiert. Bis zu 30 Menschen versuchten demnach mit Gewalt, die Fähre am Ablegen zu hindern. Der Grünen-Politiker musste kehrt machen. Er wurde bei der Rückreise aus seinem privaten Urlaub behindert. Derzeit sorgt die geplante Streichung von Subventionen für Unmut unter Bauern.